Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Tomb Raider Anniversary. So, hab mir das Medipack, wie auch immer. Und bin da runtergerutscht zu den beiden Typen, die Zwischensequenz übersprungen. Und jetzt geht's weiter. Mal gucken, ob wir es hinkriegen diesmal. Ich nehme jetzt einfach mal hier. Alter, komm schon! Komm schon! Komm, komm schon. Pink World. Ich frage mich echt, was das Spiel manchmal hier für ein Problem hat hier. Oh, Mist. Mist. Alter, die hauen ja sofort sowas von beschissen auf mich ein. Das glaub ich ja. Komm, Lara. Lara, Liebchen. Möchtest du denn nicht einfach mal hochspringen? So, nice. Gab's hier denn schon den Kontrollpunkt eben? Nein, da gab's gar keinen. Ich muss das hier. Oh, komm schon. Warum kletter ich eigentlich jetzt gerade hier hoch? Ich weiß es auch jetzt noch nicht so ganz. Aber den da kann ich jetzt hier gemütlich von da oben wohl. Ja, oder halt auch nicht. Ja, guck mal da. Wie aggressiv die sind. Alle miteinander. Das gibt's ja nicht. So, jetzt gehen wir mal gleich auf die Schrotzung. Kann man den. Es muss doch hier nachladen gehen. Solche Sachen. Nachladen? Nachladen mag sie echt nicht. So, wir nehmen hier die Schrotze über. Springen das. Und los geht's. Bam. So, der eine ist schon mal wegge. Oh, das war zu spät. Komm. Oh, Mann. Sie schießt aber auch einfach gerade nicht. Habe es gewartet bis auf den richtigen Moment, aber sie hat nicht geschossen. So, was haben wir denn hier noch? Mach einfach irgendwelche Munition. So, ich würde mal sagen. Schrotzel. Stecken wir wieder weg. Wechseln wir mal hier auf diese beiden. Kaliber. Das ist das Kaliber 50 oder Kaliber .50. So, ich würde mal sagen, wir haben die Stelle hier jetzt gemeistert. So, halbwegs. Ich denke mal da hoch. Dürften wir klettern. Das sieht irgendwie aus wie. Ja, wie halt. Wie so eine Stange, die aber noch nicht da ist. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas tun können. Diesen Fuß des Sphinx, oder ist das ein Arm? Ja, doch. Das ist ein Bein. Oh, das eine ist kaputt, das andere noch ganz. Ach, so ein Obelisk gibt es hier auch. Mal gucken, was gibt es denn sonst noch? Ich denke mal, dass man da hoch kann, vielleicht dann halt auch nicht. Okay, sieht aber nach einer Strecke aus, die man gehen muss. Oder ist die jetzt einfach nur zur Verzierung da? Ja, nee, gut, Lara möchte da nicht hoch. Nun probieren wir es halt woanders. Probieren wir es mal hier. Da ist was offen. Kann ich das fetzen? Nö. Na, irgendwie wird es wohl fetzbar. Moment mal, wir haben ja auch noch. Ein Teich. Könnte eventuell den. Oh. Ich kann hier Objekte. Moment. Ich habe hier. Nein. Nein. Fehlen nur die Schlüssel für den Obelisken. Ja. Logisch. Ich dachte, du würdest mir jetzt vielleicht noch etwas erzählen. Okay, das heißt dann also Schlüssel sammeln. Dann schauen wir da mal nach. Ah, guck mal hier. Immer noch nicht. Irgendwie muss es doch da hochgehen. Oder darf man da erst hoch, wenn man. Na gut, dann gehen wir halt ins Wasser. Gut. Und direkt geht's wieder raus.
Was ist das denn jetzt hier? Da ist nichts. Irgendwie sieht das auch hier nach einer Finte aus, Moment, da ist was. Sah mir jetzt auch bloß nach einem Medikit aus. Noch ein paar Seerosen. Aber sonst? Hier hat es jetzt nicht wirklich irgendwas. Ein dämliches Medikit haben wir noch wieder entdeckt. Das war, glaube ich, ein bisschen kleines. Okay, ein viertes Mal spüre mich da jetzt aber nicht drum herum. Untersuchen wir gerade noch diesen Stein hier. Okay, auftauchen, auftauchen, auftauchen. Danke, Lara. Okay, da unten kommen wir scheinbar nicht weiter. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Nochmal runtertauchen. Dann schwimmen wir da gerade mal nochmal unten drunter durch. Und dann soll es das auch gewesen sein jetzt. Da will ich mich jetzt nicht weiter... Das da sieht nach einer Tür aus. Und das da sieht wirklich nach so einem Teil aus. Aber hier ist ja nirgendwo irgendwas, was man machen könnte. Ja, irgendwie muss man hier wohl weiterkommen. Ach. Hm. Noch gar nicht. Voll übersehen hier. Da gibt es ja auch so Säulen. Also, das sind ja so Säulen. Man kann es ja mal probieren. Ob man auf das oberste Element raufkommt. Das soll wohl nicht sein. Probieren wir es nochmal so. So, jetzt komm, Lara, ach, komm schon. Klettern wir halt noch ein Stückchen weiter rüber. Naja, betrachten wir einfach die bisherige Fehlerei, die das ja jetzt hier mehr oder weniger war, als eine Art Sightseeing hier. Darf sich ja auch mal ein bisschen die Umgebung angucken. Na, wunderbar. Auch einen Kontrollpunkt gibt's auch. Finde ich aber nice. So, was haben wir denn hier? Ah, endlich haben wir wieder was zum Ballern. Könnte ich ja aber eigentlich auch die unendliche Pistole für verwenden. Ich kann die Munition hier eh nicht aufraffen. Und dieses Nachladen. Moment, es gab doch eine Taste zum Nachladen. Steuerung. Bim, 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 bim. Manuelles Greifen aus. Was ist manuelles Greifen? Na, ist auch egal. Bim, 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 bim. Interagieren, schießen. Was? Maus LH? Original. Es gibt keine Möglichkeit, die Scheiße nachzuladen. Einfach mal so. Und was soll... Tatsächlich, wenn ich hart drücke, schießt sie. Glaub's ja nicht. Glaub's ja echt nicht. So, nö. Oh, da ist eine Leiter. Dann hüpfen wir mal auf dieses Teil rüber und dann hier auf das Ohr. Zack. Ja, komm. Nein, hoch. Komm. Du kannst schneller klettern. Ach, Lara, Liebchen. Wenn ich nicht, dass du nach oben springst, nach... Vorne weg springst, dann machst du es nicht. Na. Löschen. Was das jetzt hier gerade so war, weiß ich es auch nicht. Aber egal. Kann ich nicht aufsammeln. Lara, Liebchen. Möchtest du denn nicht klettern? Aber ich weiß. Ich lasse jetzt mal kurz was saufen. Na komm, lassen wir das. Scheiß, scheiß auf den Checkpoint, den wir da jetzt nochmal erreichen müssen. Ich finde es halt ein bisschen blöd. Man fällt da runter und muss dann nochmal hochklettern. Wobei, so schwer war das jetzt auch nicht.
Ich habe mich da nur dumm angestellt, weil ich nicht, weil ich zu faul war, bis ganz rüber zu klettern. Och, Laraschen. Jetzt springt sie da hoch und lässt sich ganz runter. Nicht ganz hoch und dann lässt sie sich ganz runterfallen. Was sind denn das jetzt hier für Manöver? Och. Ich glaub's ja echt nicht. Ich will jetzt halt aber auch zu stürmisch an die Sache ran hier. So, komm. Checkpoint. Aber Dalli. War da nicht ein Checkpoint eben noch? Super. Das fährt auch immer wieder ein, ne? Ob das auch einfahren kann, während ich dann dranhänge? Na, eben ist eingefahren. Uah. Gut. Und hoch mit dir. So. Das machen wir halt hier so. Hüpsala. Okay, wir stehen hier auf dem Kopf. Okay. Was ist da? Ist da noch irgendwas? Irgendwelche Geheimnisse oder so? Naja, gut. Lassen wir die Geheimnisse Geheimnisse sein, wobei da war ist auch wirklich nichts. Und hoppala! Oh, das war knapp. Knapp, aber geschafft. So, dürfen wir dem da jetzt auf den Kopf hüpfen? Nein, ich denke mal, es wäre eventuell besser, auf diese Schräge da zu hüpfen. So hinter dem Kopf landen. Ups! Dürfen wir das da kaputt machen? Oh, das ist ein Medipack. Wohl es dir, Lara. Da kann ich nichts machen. Die Säule ist ganz schön brüchig hier. Also wenn das mal nicht noch ganz, da ganz zusammenstürzt. Wenn das mal nicht noch ganz zusammenstürzt, da würde ich mich mega drüber wundern. Ah, Mann, Lehrerchen, wenn du ein bisschen besser klettern könntest, dann wärst du einfach da hochgeklettert. Das wäre einfacher. Wäre kürzer. Aber mal gucken, was da passiert. Ah ja. Öffnet sich dann dieser Durchgang. Na, ich schätze mal, dann sind wir da auch fertig. Dann brauchen wir einfach nur noch da durchgehen. Und ach, ja, wir müssen ja hier drei oder vier Schlüssel für dieses Obelisk-Dingens finden. Ich hoffe mal, dass wir die alle in diesem Durchgang da finden. Oder kann man den anderen auch aufmachen da drüben? Da habe ich jetzt gar nicht so wirklich drauf geachtet, aber es ist ja auch eine Tür, ne? Und da ist auch eine Tür, wobei die wird wahrscheinlich erst aufgehen, wenn ich das hier mache. Aber da drüben? Aber ich hätte jetzt nicht drauf geachtet, wäre da drüben in diesem Loch da oben vielleicht ein Schalter gewesen? Weiß man es. Aber ich gehe es dann halt erstmal hier durch. Oder links. Und immer wieder unscharf, wie sie hier sieht. Also wenn ich das. Ich würde ja jetzt fast sagen, da kommt jetzt gleich irgendwas um die Ecke. Erst mal geht die Lara um die Ecke. Jetzt hatte ich hier noch ein paar Anubis-Gestalten an oder was auch immer das ist. Oh, Kontrollpunkt. Ach, da haben wir wieder Skara bis. Leutchen, und da drüben ist wieder so ein Panda oder Leopard. Und ne, das ist eher doch ein Löwe. Von der Gestalt her. Kann ich das einfach aufmachen hier? Das sieht nicht so aus. Ich kann nicht mal die da einfach durch das Gitter abschalten hier. Wollen wir doch mal gucken, was. Ach. Guten. Guten doch. Angenehm. Lara Croft, der Name. Wer bist du? Bist du Bagheera oder was? Ah, ne, es kommen sie ja alle oder was? Ihr könnt mich mal gerne haben. Da war doch noch ein zweiter, oder?
von oben. Ich weiß nicht, nehme ich hier mal die normale Pistole. Für diese Pussykämpfe, die ich jetzt hier gerade veranstalte. Weil ich einfach Pussy-mäßig bin. So, ich glaube, ich habe sie beide erledigt. So, was haben wir hier oben? Ist hier oben noch was? Ich springe einfach mal zum nächsten. Und zum nächsten. Und nun ja, da wäre etwas, aber da komme ich natürlich nicht ran. Wenn ich mich blöder anstelle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da soll ich gar nicht durch können, dürfen, müssen, sollen sein. Aber ich habe hier einen Hebel. WTF? Was passiert? Also erstmal kriegen wir hier es nochmal mit so einem... Ja, gleich mit allen beiden. Okay, oder wir werden halt gleich von beiden auch weggeschlachtet. Blöd. Komm, komm, put. Den haben wir erledigt. Der eine traut sich nicht. Ah, jetzt hat. Bam. Ja, wunderbrech. Mit den Pistolen funktioniert das besser als mit dem... mit der Schrotflinte da. Wollen wir da mal gucken. Jetzt kriegen wir die auch noch. Ich weiß zwar jetzt echt nicht, was es hier jetzt mit auf sich hat, wenn das da so sich bewegt. Und gleich geht's wieder zurück. Ach, Mann. Ja? Oh, komm schon. Ich hasse es da gegen zwei. Der eine macht dann schon hier und der andere macht da. Zu früh schon geschossen, weil ich halt noch im Schießen drin war. Oh, ein blöder Mist. Naja. Ich weiß jetzt halt echt nicht. Was hat's hier? Ja, komm. Nehmen wir uns. Gönnen wir uns da halt mal so ein Teil. Da ist ein neues drin. Und war da auch noch was drin? Nö, das sind jetzt wirklich nur zwei solche Kammern, wo. In einem Medikit und in beiden. Löwe drin war. Ein schwarzer Löwe. Ja, von hier, mir aus auch was anderes, keine Ahnung. Aber wenn ich mir so betrachte, da komme ich ja auf keinen Fall so ran. Und na super, was genau macht das? Ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch erstmal noch einen Schnitt und gucke einfach mal im nächsten Part weiter, was man hier mit diesem Hebel hier so alles bewirkt und wie wir hier weiterkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen.